In welche Richtung müssen wir denn fahren, um zur Dracheninsel zurückzukommen? Robert schaut in den Himmel, wie die Sonne steht. Und erklärt dann Oskar. Wenn wir mit dem Rücken zur Schildkröteninsel hier lossegeln, müssen wir etwa 2 Stunden geradeaus segeln. Dann etwas nach links, also nach Backbord, und nochmal 2 Stunden segeln. We must sail for 2 hours straight ahead and then for 2 hours to the left. Portside. Mathilda wiederholt nachdenklich. 2 Stunden geradeaus und dann 2 Stunden nach links, nach Backbord. 2 hours straight ahead and then 2 hours to the left, Portside. Aber wie weiß man denn genau, wie weit man nach links fahren soll? Guter Punkt, Mathilda. Um die Richtung noch genauer zu beschreiben, nimmt man unter Seeleuten das Ziffernblatt, eine Uhr, zu Hilfe. Man richtet die Uhr so aus, dass die 12 geradeaus zeigt. Dann beschreiben die Zahlen 1 bis 5, wie stark nach rechts gesteuert werden soll. To the right. Und die Zahlen 7 bis 11, wie stark nach links. To the left. Mit dem U-Boot kann man aber auch sinken und steigen, beziehungsweise nach unten und nach oben steuern. Up and down. Das beschreibt man mit dem englischen Längenmaß feet, im Deutschen Fuß. Ein Fuß hat etwas mehr als 30 Zentimeter. Oskar findet das ganz schön verwirrend. Robert, das ist ja sehr schwer. Ich glaube, ich würde mich dauernd versegeln. Oh ja, das muss wirklich gelernt sein. Auf dem Wasser braucht man unbedingt die Sonne, the sun, und die Sterne, the stars, als Anhaltspunkte. Aber auch auf Land muss man immer genau aufpassen. You have to pay attention all the time. Wie man da hingekommen ist, wo man sich gerade befindet. Aber wenn wir uns gegenseitig helfen, ist es vielleicht ganz leicht. Passt auf, Kinder. Wir versuchen es alle zusammen. Reckt euch mit den Armen nach oben, so weit ihr könnt. Up to the stars. Hoch zu den Sternen. Up to the stars. Und jetzt bücken wir uns so tief wir können, bis zu den Fußspitzen. Down to our feet. Down to our feet. Dann dreht euch nach links. Turn to the left. Turn to the left. Und dann nach rechts. Turn to the right. Turn to the right. Jetzt laufen wir geradeaus. Straight ahead. Straight ahead. Und bleiben stehen. And come to a halt. And come to a halt.